In dieser Podcast-Folge wollen wir uns die Vertiefung für das Channeling etwas genauer anschauen. Und wenn ich von diesem Channeling für Februar spreche, dann war das wirklich ein wilder Ritt, denn die Energien, die im Kanal waren, waren einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben, denn genau darüber werde ich in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 278. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und als Medium stelle ich jeden Monat für dich das Channeling des Monats bereit. Und in diesem Channeling lasse ich direkt die geistige Welt durch mich sprechen und mit dir die Energien für den laufenden Monat teilen. Und diese Channelings sind für mich etwas, das mache ich seit bestimmt 15 Jahren. Und die Monats-Channelings seit, keine Ahnung, wie viele Jahre ich das jetzt durchgezogen habe. Es fehlen ganz wenige in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Von dem her bin ich wirklich daran gewohnt, mit der geistigen Welt zu arbeiten und die geistige Welt durch mich sprechen zu lassen. Und für die Channelings bin ich meistens verbunden mit zwei ganz bestimmten Wesen. Das eine ist mein Seelenbruder Nanual, mit dem ich sehr, sehr intensiv arbeite. Ich habe gemeinsam mit Nanual einen ganzen Online-Kurs aufgenommen, der in einigen Tagen dann auch veröffentlicht wird. Ich kann dir jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber in ein paar Tagen dann den Link teilen. Also wenn du diese Folge nicht ganz am Montag gerade hörst, sondern erst ein paar Tage später, dann ist da vielleicht schon der Link drunter, weil das jetzt gerade ganz aktuell veröffentlicht wird. Ich habe mit Nanual zusammen aber auch den Seelenheimatkurs aufgenommen, einer meiner neuesten Online-Kurse und der Online-Kurs, in dem ich dir ganz, ganz viel über die verschiedenen Dimensionen der Seele erzähle und dich mitnehme auf diese verschiedenen Dimensionen, damit du sie wirklich kennenlernen kannst, damit du wirklich die Wesen der Dimensionen kennenlernen kannst und auch für dich herausfinden kannst, was denn deine eigene Heimat der Seele ist, woher deine Seele ursprünglich kommt. Und der Kurs Seelenheimat beruht auch auf meinem Buch, das ich geschrieben habe, Seelenheimat. Der geht einfach viel, viel, viel tiefer hinein und nimmt dich wirklich mit auf eine wunderbare Reise. So bin ich mich also sehr gewohnt, daran mit Nanual zusammenzuarbeiten. Nanual ist mir sehr, sehr nah, ist ein Seelenbruder von mir, also ein anderer Teil meiner Seele. Und das andere Wesen, mit dem ich sehr intensiv arbeite, das kennst du auch, ist Erzengel Metatron. Mit Erzengel Metatron arbeite ich noch viel länger zusammen als mit Nanual. Ich habe immer schon Erzengel Metatron gechannelt und bin super an seine sehr kraftvolle Energie gewohnt. So, und jetzt ist heute Freitag, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, damit du die am Montag dann hören kannst. Und ich habe das Channeling gestern aufgenommen. Und interessanterweise war es eben so, als ich es vorbereitet habe und als ich angefangen habe, es aufzunehmen, habe ich gemerkt, dass mich diese Energie wirklich sehr überkommt, dass ich sehr in diesem Kanal drin bin und dass die Energie super, super machtvoll war. Und ich dachte dann, was ist denn heute los? Was ist denn heute anders als normalerweise? Weil normalerweise kann ich mit diesen mächtigen Energien sehr gut umgehen. Und habe dann nochmal genauer hingefragt und die Antwort bekommen, dass ich das Kollektiv der Drachen bei mir im Kanal habe. Und zwar nicht irgendein Kollektiv der Drachen, sondern das Kollektiv der Drachen, die der Erde zu Hilfe geeilt sind. Und ich formuliere das ganz bewusst so, denn die Drachen haben das auch wirklich so gesagt im Channeling. Also im Channeling wird es so formuliert, dass die Drachen der Erde zu Hilfe geeilt sind für diesen Aufstiegsprozess oder für die aktuelle Phase des Aufstiegsprozesses, in der wir uns gerade befinden. Jetzt habe ich auch schon mit Drachen zu tun gehabt, weil wenn man eben die verschiedenen Dimensionen bereist, und das ist ja etwas, was ich mache, das gehört zum Teil zu meiner Lebensaufgabe, dir diese verschiedenen Dimensionen näher zu bringen und dadurch reise ich auch in diese Dimension. Und die Drachen stammen aus der 7. Dimension und ich hatte tatsächlich schon öfters mit der 7. Dimension zu tun und habe auch schon öfters mit den Drachen zu tun gehabt. Und da gibt es eine wunderbare, großartige, faszinierende Wasserdrachin, mit der ich schon öfters gearbeitet habe und die ich schon öfters auch channeln durfte. Und ich dachte mir dann gestern, naja, es wäre eigentlich ganz angenehm, wenn ich mit ihr arbeiten könnte, weil ich halt ihre Energie schon kenne. Und die geistige Welt hat mich natürlich
ist ja logisch, ausgelacht und gesagt, naja, das bringt ja nichts, weil die Wasserdrachen ist für die siebte Dimension zuständig. Aber das Kollektiv der Drachen, das heute mit dir spricht, ist das Kollektiv der Drachen, das mit der Erde zu tun hat, mit unserem Aufstiegsprozess vom dritten in die fünfte Dimension. Also muss ich mit einer anderen Energie arbeiten, als das, was ich schon kenne und was mir schon bekannt ist. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine Vorgeschichte dazu erzählt. Und mir ist es ganz wichtig, weil ich will damit wirklich die Energie transportieren, die gekommen ist in diesem Channeling. Und wenn du das Channeling noch nicht gehört hast, dann würde ich vorschlagen, dass du jetzt Pause machst, dir das Channeling anhören gehst, dir die 10 Minuten nimmst und dann zurückkommst und weiterhörst. Weil wenn du das Channeling noch nicht gehört hast, macht es wie keinen Sinn, wenn du jetzt weiterhörst und nicht weißt, von welcher Energie ich spreche, weil sich die Energie im Channeling wirklich intensiv transportiert. Die Wesen, die dann eben durchgekommen sind, reden davon, wie der Februar wird. Und ich muss so ein bisschen lachen, wenn ich daran denke, weil das Wort Transformation ist ganz schön häufig vorgekommen. Und wenn ich aber das Wort Transformation höre, dann weiß ich auch, dass ganz, ganz viele Lichtträger sich ein bisschen ducken und denken, nicht schon wieder, weil wir einfach ganz schön häufig aufgefordert sind, irgendetwas zu transformieren oder unsere Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder was auch immer wir alles tun müssen, um diesen Weg zu gehen, den wir uns da für uns ausgewählt haben. Aber die Transformation für Februar fühlt sich tatsächlich komplett anders an. Es fühlt sich eben eher nach etwas total Glücklichem an. Das Gefühl, was ich dazu bekomme, ist eher eine Art freudige Aufregung. Es ist nicht das Gefühl von, oh Gott, schon wieder. Es ist nicht das Gefühl von, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, das wird mega anstrengend, sondern es ist ein freudiges Gefühl von, los geht's. Es ist ein Monat, in dem du das Rad des Glückes für dich nutzen kannst, und zwar so positiv für dich nutzen kannst, dass du wirklich davon profitieren kannst und dass du wirklich Freude daran haben kannst. Natürlich geht es dabei darum, in die Führungsrolle zu gehen. Natürlich geht es darum, dass du die Lenkerin oder der Lenker deines eigenen Lebensbootes wirst. Es geht darum, die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Das ist für mich völlig selbstverständlich und manchmal kann das anstrengend sein. Ich finde mich manchmal super anstrengend, aber im Großen und Ganzen trage ich gerne die Verantwortung für mich und für mein Leben, denn ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin in der Lage, Verantwortung zu tragen und ich bin auch in der Lage, nicht einfach zurückzulehnen und abzuwarten, was da jetzt geschehen mag, sondern aktiv zu werden und wirklich aktiv anzunehmen, was da kommt. Und der Februar bietet eben unglaublich viel Potenzial zur Veränderung. Der Februar bringt so ein bisschen eine Energie von Neuanfang, aber es fühlt sich für mich eben so wie anders an, Bernstein. Und manchmal sind Dinge in Bernstein versteinert. Also manchmal hast du Versteinerungen in Bernstein. Und Bernstein ist etwas, was sich sehr, sehr langsam bewegt. Und es ist so dieses Gefühl von, ich stehe in Honig oder in vielleicht auch so ein bisschen in Treibsand, ohne unterzugehen. Aber so dieses Gefühl von, ich komme nicht vorwärts und es ist so anstrengend. Und der Februar bringt eben die Energie, genau diese Anstrengung zu sprengen. Er bringt die Energie, dass genau das, was so anstrengend ist, jetzt eben gelöst werden kann, dass endlich in Bewegung kommt, in Transformation kommt, was so lange wie in Bernstein versteinert war. Und dieses Gefühl von in Bernstein versteinert ist eben dann ein Gefühl von Dingen, die nicht mehr gut sind für dein Leben. Also es geht nicht darum, dass du deine tiefsten Wunden noch einmal schon wieder angucken musst, sondern es geht darum, dass du Dinge loswerden kannst, die sich eigentlich schon lange nicht gut anfühlen für dich und dein Leben. Und die du eigentlich schon lange loswerden wolltest, die aber an dir geklebt haben wie Grießbrei. Also Dinge wirklich loszuwerden, ist jetzt ein Thema, das der Februar mit sich bringt. Und ich meine, wenn du dich mit der Drachenenergie verbindest und mit dieser Kraft der Drachen, dann ist es ja irgendwo auch logisch, denn die Drachen haben diese Energie, die tragen diese Energie mit sich, Dinge loszuwerden, Dinge zu transformieren und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ich meine, ein Drache hat einen Feueratem. Er wird Dinge aus dem Weg räumen können, denn das ist ganz einfach ein Teil seiner Persönlichkeit, seines Lebens, seiner Lebenskraft. Und so kommt eben auch die Energie von Februar kraftvoll, machtvoll, feurig. Es ist ein Marschfeuer, das da kommt, eine Kraft, die da kommt. Allerdings in unbeschreiblicher Hingabe. Und auch das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat aus dem Channeling. Die geistige Welt hat gesagt, die Drachen sind hingegeben.
Und sie sind eben der Erde sehr hingegeben. Es sind Wesen, die ein Alter haben, das für uns praktisch unfassbar ist. Ein Drache kann 300.000-400.000 Jahre alt werden, ohne Probleme. Und in dieser Zeit erlebt er dann auch unendlich viele Dinge. Und darum ist es eben so, dass ein Drache sehr oft den Aufstiegsprozess eines Planeten schon erlebt hat. Er hat schon erlebt, wie ein Planet von einer Dimension in eine andere aufgestiegen ist. Und darum sind sie auch der Erde gegenüber so hingegeben, weil sie eben den Prozess der Erde sehr gut verstehen. Sie haben ihn tatsächlich schon erlebt. Sie sind durch diesen Prozess schon gegangen und sie wissen ganz genau, was die Erde erwartet. Sie wissen ganz genau, was jetzt passiert, was die nächsten Schritte sind. Sie können sich ganz einfach vom letzten Mal daran erinnern. Und darum sind sie der Erde gegenüber so hingegeben. Die Drachen sind in der Lage, ihren Planeten bedingungslos zu lieben und in seinem Prozess zu unterstützen. Sie sind der Natur hingegeben, sie sind dem Planeten hingegeben. Und weil sie diese Hingebung haben für ihre Planeten, sind sie auch der Erde komplett hingegeben. Sie sind dem Prozess der Erde komplett hingegeben und sie sind hier, um die Erde bedingungslos zu unterstützen. Und vielleicht hört sich das ein bisschen seltsam an, aber wir profitieren von dieser Hingabe, weil die Drachen erkennen, dass die Menschen die Kinder der Erde sind. Ohne die Erde würde es uns Menschen nicht geben. Und die Drachen beschützen ihre Kinder mit sehr viel Feuerkraft, mit sehr viel Macht. Die Drachen achten sehr, sehr gut auf ihre Jungen und auf ihre Kinder. Also verstehen sie auch, dass wir Menschen eben die Kinder sind der Erde und dass die Erde uns bedingungslos liebt. Und so sind die Drachen eben auch uns hingegeben und unterstützen auch die Menschen in diesem Prozess. Jetzt ist es ganz natürlich so, dass es für einen Drachen sehr viel einfacher ist, einen Menschen zu unterstützen, der sich seiner Energie bewusst ist und der auch grundsätzlich ein achtsamer und bewusster und spiritueller Mensch ist. Und so sind die Drachen besonders an der Seite der Lichtträger, weil die Lichtträger ja diejenigen sind, die vorausgehen, die den Mut haben, diese Schritte zu gehen, die mit der Machete vorangehen und den Weg bereit machen für alle anderen Menschen. Und weil die Drachen das sehen, sind sie gerade jetzt so intensiv hier und unterstützen uns so stark und so intensiv, damit wir diesen Prozess gemeinsam mit der Erde machen können. Damit wir eben wirklich unsere eigene Macht genauso intensiv entfesseln können, wie die Macht der Drachen entfesselt ist. Und auch das bringt eben diese Transformation. Denn wenn du deine eigene Macht entfesselst, wenn du in deiner vollen Kraft und Macht bist, dann bist du natürlich ein ganz anderes Wesen. Dann bist du natürlich in deinem ganz anderen Licht. Und natürlich setzt du dann auch ganz andere Dinge um. Es ist ja logisch, es geht gar nicht anders. Und darum ist es eben so, dass diese Veränderungen, die jetzt kommen, zwar kraftvoll und machtvoll und feurig sind, es sind aber eben positive, glückliche Veränderungen. Es sind Veränderungen, die Entspannung in dein Leben bringen, die Transformation in dein Leben bringen, da wo du Transformation möchtest. Es sind Veränderungen, die sehr viel Licht mit sich tragen, sehr viel Kraft mit sich tragen und die dich wahrlich befreien. Und darum ist diese Energie für Februar so vorwärtsorientiert. Darum ist sie so hell und so leuchtend und so kraftvoll. Und es ist für dich eine Einladung, die du mit beiden Händen ergreifen darfst. Die geistige Welt hat dann noch von einem etwas anderen Thema gesprochen und ich musste so ein bisschen schmunzeln, denn ich hatte, als ich das Channeling vorbereitet habe, erstmal so diese erste Energie, also ich hatte so diesen Power, diese erste Energie darüber, wo wir jetzt die letzte Viertelstunde gesprochen haben. Und dann dachte ich so, fühlt sich irgendwie fertig an. Ich wusste aber, das ist noch nicht fertig. Ich wusste, da kommt noch etwas, da fehlt noch was und habe dann gesagt, naja, was habt ihr mir jetzt noch nicht gesagt? Und dann kam nochmal so ein Schub hinterher. Und die geistige Welt hat dann gesagt, dass dein Fokus im Februar sehr, sehr stark ist und sehr verstärkt. Es fühlt sich für mich an, wie wenn du sehr, sehr scharf wahrnehmen, sehen, denken könntest. Aber auch die Intuition, die einfach super stark aktiviert ist. Es ist ein Gefühl von auf Hochtouren laufen. Ein Gefühl von
wie wenn ein Vorhang gehoben würde und du die Welt plötzlich in bunter sehen kannst, dich selbst plötzlich in bunter wahrnehmen kannst, dich selbst und die Umwelt und die Welt in einer Klarheit siehst, die du bisher nicht hattest. Denn was eben gerade auch passiert im Moment, und ich weiß nicht ganz genau, ob das nur den Februar betrifft oder ob das dann länger dauert, aber was im Moment passiert ist, dass die DNA-Stränge angepasst werden. Das heißt, unser körpereigenes Erinnerungssystem, wenn du so willst, unsere körpereigene Struktur wird angepasst und wird verändert. Diese Informationen kommen von der Zentralsonne, die gehen immer über unsere Sonne und fließen dann zu uns auf die Erde. Und das passiert im Moment gerade. Also das heißt, wir werden auf tiefster Zellebene gerade verändert. Wir werden auf tiefster Zellebene gerade, naja, wie könnte man das denn nennen? Umstrukturiert vielleicht? Oder es fühlt sich für mich so ein bisschen nach einem Update an. Und dieses Update, diese Umstrukturierung führt eben zu zwei, drei Dingen. Auf der einen Seite bist du eben wirklich sehr, sehr aktiviert und läufst auf Hochtouren und es kann bedeuten, dass du nicht so gut schlafen kannst. Also, dass du wirklich Mühe hast, in die Ruhe zu kommen, dass du Mühe hast, den Schlaf zu finden, dass du unruhig bist, es kann sein. Auf der anderen Seite kann das aber tatsächlich auch mit Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und Nervenschmerzen einhergehen. Also wundere dich nicht, wenn du im Moment das Gefühl hast, dass du dich nicht so wohlfühlst in deinem Körper oder dass dein Körper gerade irgendwelche Anpassungen macht. Jetzt sei bitte vernünftig. Wenn du Schmerzen hast in deinem Körper, gehörst du zu einem Arzt. Mach es nicht einfach nicht und sage, naja, ist nicht so schlimm oder nicht so dramatisch. Gehe zum Arzt, wenn du Schmerzen hast, die ungewöhnlich sind. Aber wenn du sagst, nee, das ist wirklich nur etwas ganz Schwaches oder was Leichtes, ich fühle meine Gelenke ein bisschen, dann ist es ziemlich sicher die Veränderung der DNA, die du fühlen und wahrnehmen kannst, die gerade jetzt sehr, sehr intensiv vonstatten geht. Da es so ein bisschen einhergeht, damit Mühe zu haben, zu schlafen, hat die geistige Welt gleich von Anfang an gesagt, plane dir bitte Pausen in deinen Tag, so dass du halt durch den Tag dich mal hinlegen kannst, dass du vielleicht mal ein Schläfchen machen kannst durch den Tag. Also versuche nicht zu viele Dinge in diesen Februar reinzuplanen, nicht zu volle Tage zu haben, so dass du dich tatsächlich zwischendurch auch mal wieder erholen kannst, weil das, was eben auf Zellebene läuft, gerade sehr, sehr anstrengend sein kann. Die Energie ist machtvoll. Es ist durchdrungen von den Drachen und von der geistigen Welt. Es ist eine sehr schwungvolle Energie und es ist eine Energie, die auch sehr manifestierend ist. Das heißt, du kannst eben auch sehr gut manifestieren jetzt im Februar und dir mal überlegen, was du an Veränderungen in dein Leben tragen möchtest und wie du diese Veränderung in dein Leben trägst. Gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dich mit der Erde zu verbinden. Und dich gut mit der Erde zu verbinden. Und die geistige Welt hat da im Channeling etwas gesagt, was ich ziemlich spannend fand. Sie haben nämlich nicht gesagt, dass du dich erden solltest, wie man das vielleicht so klassisch kennt. Also nicht einfach Erdung über Wasser oder mit Wurzeln in den Boden reinwachsen lassen, sondern sie sagen, es geht darum, dass du deine Herzfrequenz im Gleichklang mit der Erde schwingen lässt. Also dass du wirklich mit der Erde gemeinsam vibrierst. Und das machst du, indem du dich auf tiefe Erdmeditation einlässt, dass du dich tief, tief mit der Erde verbindest, dass du wirklich eine Meditation machst, die mit der Erde verbunden ist, wo du dich in diese Verbindung geben kannst. Es geht darum, dass du deine Vibration der Vibration der Erde anpasst und dass du diese Vibration für dich nutzt. Und weil ich weiß, dass für viele Menschen das ganz schön herausfordernd sein kann, sich wirklich mit der Erde zu verbinden und diesen Gleichklang mit der Erde wirklich wahrzunehmen, habe ich für dich eine Meditation vorbereitet, wo es wirklich genau darum geht. Es ist eine Meditation, in der ich dich anleite, wie du dich mit der Erde und der Vibration der Erde verbinden kannst und wie du dich wirklich in eine tiefe Erdmeditation eingeben kannst. Du findest den Link wie immer in den Shownotes. Ganz grundsätzlich geht es im Februar darum, dass du dein inneres Feuer entdeckst, dass du es stärkst und dass du es wahrhaftig leuchten lässt. Lege dich auf die Erde, verbinde dich mit der Erde, verbinde dich mit den Drachen und lasse dich von diesen Drachen auf ihren Flügel durch den Februar tragen. Es ist ein wunderbarer Monat mit einer so kraftvollen Energie und ich wünsche mir, dass du diese Energie für dich nutzen kannst. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!